paar Minuten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren der Medien, ich freue mich, Sie zur Medienkonferenz der Vereinigung Pro Schweiz sowie des Initiativkomitees Neutralität begrüßen zu dürfen. Das Thema, zu dem wir heute Stellung nehmen werden, ist zurzeit aktuell wie kein anderes. Es geht um unsere Neutralität sowie die Versuche, diese angesichts des Ukraine-Krieges auszuhöhlen und aufzuweichen. Und damit eines von Anfang an klar ist, Pro Schweiz verurteilt den Angriff auf die Ukraine wie jeden Krieg auf das Schärfste. Krieg kann und darf nie ein Mittel sein, um Probleme zu lösen. Und damit sind wir auch schon beim Kern des Problems. Welche Rolle kann ein neutrales Land angesichts eines verheerenden Krieges einnehmen? Pro Schweiz ist die Organisation zur Wahrung und Verteidigung der Schweizer Neutralität. Die Bedeutung von Pro Schweiz und der Schweizer Neutralität zeigt sich schon an der Größe unserer Mitgliederzahl. Mittlerweile dürfen wir über 25.000 Mitglieder zu unseren Unterstützern zählen und erhalten angesichts der aktuellen Neutralitätsdiskussion täglich neue Anmeldungen. Pro Schweiz gehört auch zu den zentralen Unterstützern der Neutralitätsinitiative. Diese Initiative, die wie kaum eine andere genau zur richtigen Zeit lanciert wurde, will unsere bewährte Schweizer Neutralität genauer definieren und damit verhindern, dass unser Land, getrieben von kurzfristig denkenden und profilierungssüchtigen Politikerinnen und Politikern, zur Kriegspartei gemacht und damit unsere Sicherheit und unsere Freiheit gefährdet wird. Geschätzte Damen und Herren, eines ist uns doch allen klar. Die integrale Schweizer Neutralität hat unserem Land und damit unserer Bevölkerung Frieden, Freiheit und Sicherheit gesichert. Selbst angesichts der Bedrohung durch den Nationalsozialismus ist unser Land standhaft neutral geblieben und konnte als eines der wenigen Länder in Europa die Fahne der Freiheit hochhalten. Eine wichtige Rolle, die kein anderer als der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill klar und deutlich gewürdigt hat. Die Schweizer Neutralität hat aber nicht nur die Schweiz und ihre Bevölkerung geschützt, sondern auch unser Land über Jahrzehnte hinweg zu einem weltweit geschätzten und geachteten Ort der guten Dienste, der Friedensvermittlung gemacht. So hält das Außendepartement dazu fest, ich zitiere, «Die Schweiz ist eine international anerkannte und gefragte Partnerin in der Mediation von Friedensverhandlungen und in der Unterstützung von Mediations- und Friedensprozessen. In den vergangenen Jahren begleitete sie in mehr als 20 Ländern über 30 Friedensprozesse. Vermehrt stellt die Schweiz auch internationalen Organisationen wie der UNO oder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, Expertinnen und Experten zur Verfügung, die im Auftrag der Organisation in Konflikten vermitteln. Ende des Zitates. Die spezielle Rolle der Schweiz zeigt sich auch in Genf als zweitem Sitz der Vereinten Nationen. In der Schweiz können sich die Nationen, auch verfeindete Nationen, treffen, um zu verhandeln, um falls möglich Frieden zu schaffen. Das ist heute wichtiger denn je. Wo soll denn Frieden geschaffen werden, wenn nicht in der Schweiz oder mit der Schweiz als glaubwürdige Vermittlerin? Und ebenso ist die Schweiz Sitz des IKRKs und damit der humanitären Tradition verpflichtet. Auch diese immens wichtige Rolle, die menschliches Leid lindert und verhindert, lässt sich am besten als neutraler Staat wahrnehmen und nicht als Land, das durch die Übernahme von Sanktionen als Kriegspartei angesehen wird. Doch um glaubwürdig zu sein, darf die Schweiz nicht Partei sein, sondern muss neutral sein. Das ist eine Conditio sine qua non und für jedes Kind verständlich. Die aktuelle Kriegssituation zeigt, wie wichtig Neutralität, aber wie anfällig sie geworden ist, weil ihre Bedeutung und ihre Rolle kaum mehr erkannt werden.
So hat der Bundesrat in seiner Auslandshörigkeit, die wir schon aus den Verhandlungen mit der EU kennen, zu Beginn des Krieges vorschnell dem ausländischen Druck nachgegeben und Sanktionen übernommen. Ein unerhörter Vorgang, über den sich, Sie mögen sich erinnern, die ganze Welt gewundert hat. Diese Anschlusspolitik unseres Bundesrates hat dem Bundesrat kurzfristig etwas internationalen Applaus gebracht, unser Land, und das ist verheerend, als neutrales Land unglaubwürdig und zur Partei gemacht. Die Folgen kennen Sie. Russland sieht die Schweiz nicht mehr als neutralen Staat an. Statt aus der Schweiz kommen jetzt Friedenskonzepte aus der Türkei, Brasilien oder China. Dabei wäre es die originäre Rolle der Schweiz, als neutrale Vermittlerin aufzutreten. Denn eines muss uns allen auch klar sein: Frieden wird es nur am Verhandlungstisch geben. Und dazu braucht es eine glaubhafte Vermittlerin, die die Kriegsparteien zusammenbringt und den Verhandlungstisch zur Verfügung stellt. Pro Schweiz wird alles daran setzen, dass sich die Schweiz wieder auf ihre Rolle und Aufgabe als glaubhaft neutraler Staat besinnt und entsprechend aktiv wird. Dazu stellen wir folgende Forderungen auf. Erstens, die Schweiz darf sich keinerlei Sanktionen anschließen, da sie dies zur Kriegspartei und damit als Vermittlerin unglaubwürdig macht. Selbstverständlich muss die Schweiz aber Mittel ergreifen, dass sie nicht zu einem Land wird, in dem Sanktionen umgangen werden. Zweitens, die Schweiz darf, wie bis anhin, keinerlei direkte und indirekte Munitions- und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und an Kriegsparteien zulassen, auch nicht rückwirkend, was juristisch unhaltbar ist und von der Verluderung im Denken unserer politischen Vertreter zeugt. Drittens, das geltende Kriegsmaterialgesetz darf nicht im Profilierungstaumel kurzfristig aufgeweicht werden. Pro Schweiz wird allein oder mit Partnern jede Aufweichung mit Referenden bekämpfen. Viertens, die Schweiz muss wieder aktiv ihre international einzigartige Rolle als Vermittlerin und Anbieterin von guten Diensten wahrnehmen und sich auf die Vorbereitung von Friedensverhandlungen, humanitären Hilfen und die Planung der Nachkriegsordnung konzentrieren. Die aktuellen Zahlen zeigen, Sie kennen unter anderem die Umfrage vom Sonntagsblick vom 19. Februar dieses Jahres, die zeigen, dass die Neutralität und damit auch die Aufgabe von Pro Schweiz in der gesamten Bevölkerung, vor allem aber bei den Jungen, die noch eine Zukunft vor sich haben, immens wichtig ist und große Unterstützung genießt. Unsere Forderungen sind also nicht aus der Luft gegriffen, sondern werden von großen Teilen der Bevölkerung unterstützt. Welche Massnahmen Pro Schweiz konkret ergreifen wird, um die Schweizer Neutralität zu sichern und wiederherstellen zu wollen, werde ich Ihnen am Schluss mitteilen. Jetzt übergebe ich das Wort an Nationalrat Walter Wobmann, Vizepräsident von Pro Schweiz und Präsident des Initiativkomitees, der Sie über die aktuellen Irrungen und Wirrungen im eidgenössischen Parlament betreffend der Schweizer Neutralität informiert. Bitte, Walter. Besten Dank, geschätzte Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Auch von meiner Seite begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Medienkonferenz. Ja, die aktuelle Diskussion im eidgenössischen Parlament, Sie erleben das ja fast tagtäglich, die Diskussion über die Schweizer Neutralität zeigt, es fehlt dem Bundesrat, aber vor allem einem Großteil des Parlaments, der politische Kompass. Ich stelle fast eine Orientierungslosigkeit fest, wenn ich das alles so beobachte. Ich bin immerhin schon fast 20 Jahre im Parlament. Beinahe täglich werden neue Vorschläge herumgeboten, wie die Schweiz die Neutralität aufweichen könnte, um ins aktuelle Kriegsgebiet Waffen zu liefern. Also es ist fast ein Wettkampf ausgebrochen, wer hat noch die verrückteren Ideen. Ich nenne das fast, es sind Taschenspielertricks, die da zum Teil angeboten werden von gewissen Kreisen, vom Parlament, von den Kommissionen,
welche das jetzt zurzeit beraten oder beraten haben. So sollen jetzt Rüstungsgüter aus Schweizer Produktion nach 5 Jahren von Drittstaaten in Kriegsgebiete oder an Kriegsparteien weitergeliefert werden können. Und dies soll sogar rückwirkend möglich sein. Also mit dieser Rückwirkung macht sich die Schweiz nun wirklich komplett lächerlich und wird zu einem unberechenbaren und auch unglaubwürdigen Land, da niemand mehr weiß, was die Schweiz als nächstes rückwirkend möglich machen wird. Also zum Verhandeln in Zukunft in verschiedenen Richtungen ist das eine Katastrophe. Ja, ich nenne das Taschenspielertrickpolitik und die schadet unserem Ansehen, also dem Ansehen unseres Landes massiv. Wie auch schon bei anderen außenpolitischen Geschäften, wie zum Beispiel bei den Verhandlungen mit der EU, greifen gewisse politische Kreise zu einem Angstmacher-Vokabular und beschwören Gefahren wie Isolation, Ausgrenzung und Abschottung. Ebenso versuchen sie, die Krise und die Angst der Schweizer um die Sicherheit unseres Landes dazu benutzen, ja, um unser Land weiter an internationale Organisationen wie die NATO anzubinden. Das ist die Hauptmotivation von gewissen Kreisen, vor allem jetzt zur Zeit. Die Sicherheit unseres Landes wird aber nicht durch unsere Eigenständigkeit bedroht, geschätzte Damen und Herren, sondern durch die Aufgabe unserer Neutralität. Wenn die Neutralität in unserem Land geopfert wird, dann ist sehr vieles infrage gestellt. Und ich sage immer wieder, die Neutralität ist ein Grundpfeiler unseres Landes. Seit 200 Jahren wurden wir auch deswegen von Kriegen, von schlimmen Kriegen verschont. Also das spielt scheinbar bei gewissen Kreisen heute kaum mehr eine Rolle. Aber es gibt auch Lichtblicke, zum Teil, also es gibt noch einige klar denkende Stimmen in unserem Land, Gott sei Dank. Zum Beispiel, wenn gewisse Vorstöße kommen zur Aufweichung unserer Neutralität, gibt es schon Stimmen auch von Staatsrechtlern, die sagen, halt, das ist unvereinbar mit unserer Gesetzgebung und mit unserer Verfassung. Und das macht mir schon auch Mut, dass verschiedene Kreise auch außerhalb der parteipolitischen Landschaft doch jetzt in eine Alarmstufe geraten. Ebenso positiv möchte ich vermerken, dass der Bundesrat bislang allen Gesuchen für Munitions- und Waffenlieferung an eine der Kriegsparteien eine klare Absage erteilt hat. Der Bundesrat hat sich damit immerhin wieder etwas Glaubwürdigkeit verschafft. Ich möchte aber auch klar betonen hier, der Angriff Russlands auf die Ukraine ist auch wieder ganz klar zu verurteilen. Das ist so, das ist auch unsere Haltung, unsere tiefe Haltung. Doch es ist sicher nicht an der Schweiz, sich in den internationalen Waffenlieferungstaumel zu stürzen, wie andere Länder das machen können, auch aus anderen politischen Beweggründen. Die Schweiz soll das nicht, weil sie ist neutral. Die Aufgabe der Schweiz ist jetzt ganz klar und konsequent. Ihre Stärken als humanitäre Vermittlerin und neutraler Ort der guten Dienste für humanitäre Hilfe und Friedensverhandlungen zur raschestmöglichen Beendigung des Krieges ist wahrzunehmen.
Das müsste doch eigentlich das oberste Ziel sein, den Krieg beenden, das Elend beenden und schauen, dass eine Lösung gefunden werden kann oder könnte. Das wäre auch die Aufgabe unseres Landes. In diesem Sinn wird pro Schweiz jede Aufweichung des Kriegsmaterialgesetzes, das die integrale und immerwährende Schweizer Neutralität verletzt, mit Referenden an der Urne bekämpfen. Die bereits erwähnten aktuellen Umfragen zeigen, dass sich pro Schweiz dabei jetzt schon auf einen Großteil der Schweizer Bevölkerung stützen kann. Und vor allem bei den Jungen, unser Präsident hat das vorhin erwähnt, sind wir auf sehr gutem Kurs. Die Neutralität, bin ich überzeugt, wird bei der nächsten, also bei der jungen Generation, noch höher im Kurs stehen als bei der älteren. Ebenso werden wir unsere Volksinitiative zur Wahrung unserer Neutralität, die angelaufen ist, natürlich zügig vorantreiben, damit die Schweizer Bevölkerung auch rasch über unsere Schweizer Neutralität, damit über Sicherheit, Frieden und Freiheit abstimmen kann. Pro Schweiz wird aber nicht nur Referenden ergreifen und eine Volksinitiative zur Abstimmung bringen, sondern auch bereits im Hinblick auf die laufende Frühjahrssession, wo ja dieses Thema wieder behandelt wird, also vor allem im Ständerat wird es nächste Woche oder diese Woche bin ich sicher behandelt. Und wir werden da natürlich jetzt schon aktiv werden. Und dazu werde ich jetzt das Wort gerne wieder unserem Präsidenten, Dr. Stefan Riediker, übergeben. Besten Dank. Vielen Dank, Walter. Geschätzte Damen und Herren, auch wenn der Bundesrat zu Beginn des Krieges dem ausländischen Druck vorschnell erlegen ist und sich völlig unüberlegt den ausländischen Sanktionen angeschlossen hat, ist er jetzt erfreulicherweise standhaft geblieben und hat allem Begehren nach direkten oder indirekten Waffenlieferungen eine klare Absage erteilt. Dafür danken wir dem Bundesrat und werden ihn in seiner Position zur Wahrung der Schweizer Neutralität stärken. Dazu haben wir den Bundesrat mit einem offenen Brief ermuntert, der vorgestern in allen Sonntagsmedien in der ganzen Schweiz veröffentlicht wurde. Eine Kopie des offenen Briefes finden Sie in der Beilage Ihrer Medienmappe. Doch dabei bleiben wir nicht stehen. An die Adresse des Parlaments gerichtet, werden wir folgende Botschaft senden. Pro Schweiz mit ihren nunmehr über 25.000 Mitgliedern hat den unerschütterlichen Willen, die Kraft sowie die notwendigen Ressourcen, um alle Veränderungen des Kriegsmaterialgesetzes, die unsere Neutralität schwächen, mit Referenden zu bekämpfen. Um den eidgenössischen Räten zu zeigen, wie die Schweizer Bevölkerung über mögliche Aufweichungen der Neutralität denkt, werden wir zu Beginn der zweiten Sessionswoche eine eindrucksvolle Aktion lancieren. Über diese Aktion werden wir Sie, geschätzte Medienvertreter, am Freitag, 3. März, nochmals in einer kurzen Medienmitteilung informieren. Damit haben wir diesen Teil geschlossen und ich stehe nun zusammen mit Nationalrat Walter Wobmann Ihnen für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Besten Dank. Gibt es Fragen? Was sagen Sie zum Argument, die Schweizer Rüstungsindustrie werde mittelfristig keine Rüstungsgüter mehr ins Ausland verkaufen können, wenn das Ausland diese Güter nicht weitergeben kann? Möchtest du was sagen dazu? Ja gut, also wir haben geltendes Recht, dass das verboten ist und die Rüstungsindustrie hat sich noch nie beklagt bis jetzt. Also sie funktioniert nach wie vor und somit kann sie das auch in Zukunft machen. Das ist ein vorgeschobenes Argument der anderen Seite, welches fast nicht, man kann das fast nicht ernst nehmen. Und
Noch etwas, ein weiterer Punkt zum Weitergeben von Waffen und Munition. Also über Drittstaaten meine ich natürlich. Ja, wohin gelangen dann diese Waffen? Die können dann über das sogenannte Drittland in einen Schurkenstaat, in eine Terrororganisation gelangen. Ist das in unserem Sinn, in unserem Land? Ich denke, niemand hier ist dieser Meinung. Und darum sind wir gut beraten, wenn wir unsere Gesetze, die wir, wie das Schweizer Volk hat das abgestimmt übrigens, sind Volksabstimmungen dahinter, dass wir das auch jetzt so entsprechend leben und hochhalten. Und das akzeptieren die anderen Länder. Also wenn ich denke, was der deutsche Verteidigungsminister kürzlich gesagt hat, der neue, dass er das voll akzeptiert, dass die Schweiz halt ihre Haltung hat, ihre spezielle Neutralität hat und somit andere Qualitäten und Aufgaben wahrnehmen kann, humanitäre Aufgaben, Friedensverhandlungen könnten wir anbieten, wenn wir neutral bleiben würden. Also wir hätten eine ganz andere Aufgabe zu erfüllen. Und darum ist das natürlich jetzt für mich eine klare Sache, Beibehaltung unserer immerwährenden bewaffneten Neutralität. Das hat uns 200 Jahre lang vor Kriegen verschont. Und wir sind weltweit anerkannt und akzeptiert für diese Neutralität. Ich möchte da vielleicht noch etwas ergänzen, wenn ich darf. Die Neutralität ist nicht eine Knautschmasse. Die Neutralität ist klar, sie muss auch transparent und glaubwürdig kommuniziert werden. Wenn wir bei jeder politischen Grosswetterlageveränderung an der Neutralität herumschrauben, dann sind wir, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir nicht glaubwürdig sind. Wir wollen auch mit unserer Initiative den Bundesrat den Rücken stärken. Wir wollen, dass der Bundesrat weiß, das Volk steht hinter uns und die Neutralität ist unsere Lebensversicherung für ein Leben in Sicherheit, Wohlstand, Prosperität und auch hoffentlich Weltoffenheit. Sobald wir an der Neutralität schrauben, unterminieren wir selber die Glaubwürdigkeit der Neutralität. Und dann ist die Perzeption natürlich im Ausland, dass man verhandeln kann oder uns unter Druck setzen kann. Wenn wir aber standhaft bleiben, ist das nicht der Fall. Und das höre ich immer wieder, sei es aus den USA, sei es aus Indien von Geschäftspartnern, die sagen, ja, gilt jetzt die Neutralität oder gilt sie nicht? Ich höre aus Bankerkreisen, die sagen, ja was, ihr wollt rückwirkend Gesetze ändern. Die gleichen Leute noch, die für eine Verschärfung plädiert haben, die wollen das ändern. Ja, wie steht das jetzt mit dem Finanzplatz? Gelten da jetzt diese Gesetze allenfalls nicht mehr? Wenn jetzt irgendein Wind bläst, dann fällt ihr um und dann ändert ihr zu unseren Lasten die Gesetzgebung. Ich weiß von Private Bankern, die jetzt im nahen Mittleren Osten und sonst herumreisen und mit Kunden reden müssen, um die zu überzeugen, dass man auf die Schweiz nach wie vor Verlass ist. Also die Kettenreaktion dessen, was wir erleben, ist nicht zu vernachlässigen. Weitere Fragen? Oui, une question sur l'armement dans les milieux conservateurs. Et là, je me rappelle de Werner Salzmann à Arena, qui défendait la position suivante. Il faut pouvoir permettre la réexportation d'armes parce que c'est aussi bon pour nos industries d'armement, donc pour la défense du pays, pour l'armée suisse. Sinon, elle n'aura pas assez de contrats et je veux dire, on sera en danger, on ne sera pas autosuffisant en armes. Pro-Suisse, par rapport à cet argument-là de l'industrie, de la bonne santé de l'industrie d'armement en Suisse, vous répondez quoi ? Wir können auch auf Deutsch antworten, oder wie im Parlament. Oder? Ja, willst du was sagen? Ja. Also, ich muss sagen, ich habe auch Kontakte zu Vertretern der Rüstungsindustrie und ich höre eigentlich diese Bedenken eigentlich nicht. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Aus den Medien stellt sich ja die Situation ganz anders dar. Es ist klar, dass wir eine Rüstungsindustrie brauchen oder zumindest sicherstellen müssen,
dass wir eine funktionsfähige Armee haben. Da spricht ja niemand dagegen. Das müssen wir übrigens auch in anderen Bereichen tun. Darum sage ich auch, wir müssen wieder zurück zu einer Landesversorgung, wie wir das früher gehabt haben in der Armee, wo wir wichtige, eminent wichtige Güter wieder selber lagern. Oder? Das haben wir völlig aufgegeben unter der im Trancezustand und in dem Irrglauben, es wird nie mehr einen Krieg in Europa geben. Und in der ganzen Abrüstung und allem. Und ich bin überzeugt, dass sich diese Probleme lösen lassen, wenn man denn nur will. Und das ist der Tenor, den ich höre aus dieser Industrie. Möchtest du noch was ergänzen? Ja, etwas ganz kurz. Also wir verkaufen ja Waffen an friedliche Länder, an demokratische Länder, Länder wie Deutschland, oder also Nachbarländer und so weiter. Wir verkaufen ja diese Waffen an diese Länder nicht, damit die Waffen in einem anderen Land im Krieg eingesetzt werden. Wir verkaufen die Waffen, damit die jeweilige Armee ausgerüstet ist. Und das sind doch zwei Paar verschiedene Schuhe, wenn man nachher das gleiche Material in ein Kriegsgebiet, das nichts mit der Schweiz, auch nicht mit dem Land, in dem man es verkauft hat, zu tun hat, weitergegeben wird. Ich denke, also dieser Aspekt, der müsste schon noch mehr an die Öffentlichkeit kommen. Also wir können nach wie vor immer an friedliche, demokratische Länder Waffen verkaufen, werden wir auch machen, das wird auch weiter funktionieren, da bin ich überzeugt, aber eben mit klaren Regeln nach unseren Gesetzen. Das Schweizer Volk hat die Gesetze also bei Abstimmungen so entsprechend beschlossen und das akzeptieren diese Länder auch. Wir sind ein souveränes Land. Wir sind nicht in ein großes Bündnis integriert, in die NATO oder weiß nicht was. Und das muss auch wieder, wir müssen auch etwas mehr Selbstbewusstsein rüberbringen, auch gegenüber den anderen Ländern, und das wird voll akzeptiert. So, da bin ich überzeugt, und das höre ich auch von der Rüstungsindustrie. Das wurde jetzt etwas hochgeschaukelt, hochgekocht. Jetzt wegen ein paar Kisten Munition, also wird wahrscheinlich der Krieg auch nicht entschieden in der Ukraine, also Schweizer Munition. Also man muss schon immer das Verhältnis anschauen. D'accord, mais si je peux relancer, il y a eu quand même des voix en Europe, en Allemagne, pour dire « Ah, bah, si c'est comme ça, vous avez le droit de faire ça, la Suisse, de ne pas réexporter, ok, mais à l'avenir, on n'achètera plus d'armement parce que nous, on aimerait pouvoir réexporter. » C'est-à-dire qu'on va perdre des clients. C'est pas qu'ils veulent nous forcer à faire ça, mais ils disent « Bon, bah, on n'achètera plus chez vous. » Drohungen, auf die sollten wir nicht reagieren. Da müssen wir standhaft bleiben. Und sehen Sie, Deutschland kämpft mit eigenen Problemen. Und ich will es nicht über die deutsche Regierung wegziehen, aber die haben also eigene inhärente Probleme, die sie lösen müssen. Und wir als neutraler, souveräner Staat wissen selber, was für uns das Beste ist. Und Drohungen sind kein Mittel, um uns in die Knie zu zwingen. Da werden wir dagegen reagieren. Und wir sind auch nicht angetreten, um im Büßerhemd in Brüssel anzutreten zum Rapport, sondern wir werden auf Augenhöhe, partnerschaftlich, freundschaftlich treten wir auf. Wir haben auch etwas zu bieten. Und das sieht man interessanterweise gerade, vielleicht nicht in der Biden-Regierung, aber viele von meinen Geschäftspartnern in den USA, die ich persönlich gut kenne, sehen das genauso. Die sagen alle, ja, was habt ihr für ein Problem? Seid doch standhaft. Das sagen mir auch Amerikaner, sagt auch der ehemalige amerikanische Botschafter in der Schweiz. Also seien wir doch etwas standhaft und stehen zu unserer Überzeugung. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, wenn wir wie Büßer kommen und schon wie ein Fragezeichen reinlaufen und dann, ja, ich bin unsicher und alles. Nein, das ist die falsche Ausstrahlung. Wir müssen zu unserer Meinung stehen. Bitte. Eine Frage zu den Sanktionsübernahmen. Sie haben viel von Glaubwürdigkeit gesprochen von der Schweiz. Viele behaupten, die Schweiz wäre nicht glaubwürdig gegenüber den Westen, wenn sie die Sanktionen nicht übernommen hätte.
Ja, was heißt schon glaubwürdig und was heißt schon viele? Also ich kenne viele, die gesagt haben, ja, ihr hättet die nicht annehmen sollen. Das waren viele Reaktionen, die ich gehört habe. Und letztendlich steckt dahinter natürlich die Absicht, unsere Neutralität aufzuweichen. Und gerade in der Schweiz stehen Leute dahinter, die uns eben Richtung NATO und EU drängen wollen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir stehen zu der Neutralität. Punkt. Aber machen Sie keinen Unterschied zwischen Sanktionsübernahme und Wiederausfuhr von Waffen bezüglich der Neutralität? Sind Sie nicht zwei Ebenen? Solange die UNO uns nicht auferlegt, dass wir das tun, ist das für uns unter dem Neutralitätsaspekt kein Thema. Bitte schön. Vous avez dit, Monsieur Rüniger, en allemand, j'espère que j'ai compris correctement, Pro-Suisse condamne l'attaque en Ukraine avec la plus grande fermeté. C'est pas neutre. Votre déclaration, elle n'est pas neutre. Vous condamnez une attaque. Wir verdammen oder verurteilen jegliche Art von Übergriffen. Jegliche Art. Kriegerische Auseinandersetzungen verurteilen wir. Das ist neutral, das ist ein Statement, das betrifft jedermann. Das betrifft nicht nur die Ukraine und Russland, sondern es betrifft jedermann. Also das ist neutral. Sonst würde es ja heißen, wir würden Vorschub leisten, kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das geht auch nicht. Möchtest du etwas ergänzen? Ja, bitte. Wie läuft die Unterschriftensammlung? Also können Sie etwas dazu sagen, wie das jetzt angelaufen ist? Merken Sie der Reaktion jetzt auch von der Bevölkerung? Das Erste und das Zweite, Herr Rietiger, Sie haben ja gesagt, Sie möchten diese Organisation ein bisschen breiter aufstellen, so quasi aus dem SVP-Ecken herausnehmen. Die AUNS war ja immer so quasi, stand ja unter Generalverdacht, so ein verlängerter Arm der SVP zu sein. Jetzt gibt es ja einen großen Streit zwischen der SVP und der FDP bezüglich diesen Waffenexporten. Also es gibt auch einzelne FDP-Exponenten, die dagegen sind. Aber wie nehmen Sie das wahr jetzt? Also einerseits, wie läuft die Unterschriftensammlung, und andererseits jetzt auch diese parteipolitischen Querelen, die momentan stattfinden? Ich mache den zweiten Teil der Frage, den du gegeben hast, für den ersten gut. Also das Schöne an ProSchweiz ist ja, dass wir eben keine Partei sind. Wir sind überparteilich. Also wir müssen weder eine Parteiideologie vertreten, noch müssen wir dazu Stellung nehmen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir, wenn Sie auf unsere Webpage gehen, sehen Sie, dass wir unser Narrativ vielleicht etwas angepasst haben. Und das kommt gut an. Ich habe gestern einen Vortrag in einer FDP-Hochburg gehabt. Und da werden sich Leute anmelden. Also wir merken langsam, es hat auch Unternehmer, die uns Geld geben. Also ich bin da optimistisch, dass wir diesen Spagat, der ist ein Spagat, dass wir den schaffen. Aber wir sind nicht ein Ableger der SVP. Wir getrauen uns auch. Wir haben auch ganz klar gesagt, Herr Salzmann hat jetzt nicht unsere Meinung vertreten. Er ist ja kein Böser, oder? Aber er ist SVP und hat eine andere Meinung gehabt als wir. Also unser Narrativ war immer klar. Das ist das Gute an ProSchweiz. Wir müssen nicht einer Parteiideologie folgen. Wir wollen das auch nicht. Wir haben übrigens jetzt auch immer mehr Kontakte mit Jungen. Und wenn Sie sehen, haben wir auch unsere Kommunikationskanäle. Sind wir daran, die anzupassen? Also wir haben eine recht ordentliche Entwicklung schon gemacht. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber ich bin optimistisch, dass wir dahin kommen, dass wir als mehr oder weniger überparteilich, vielleicht rechtsbürgerlich oder bürgerlich oder was immer, aber werden wir mit der Zeit angesehen. Jetzt zum ersten Teil der Frage. Also zur Initiative, die haben wir am November gestartet. Also sie läuft jetzt seit gut 3 Monaten. Sie läuft sehr gut und wir sind voll am Sammeln. Das ist unser Hauptmerkpunkt jetzt und werden jetzt gelegentlich beginnen zu auszählen und nach beglaubigen, wie das immer so läuft. Das ist ganz normal. Wir sind voll im Kurs, das läuft gut. Und wenn das natürlich jeden Tag ein Thema ist, die Neutralität bei der Öffentlichkeit, wird das sowieso noch weiter sehr gut laufen.
Noch ein, also der, die Frage noch wegen der Überparteilichkeit oder SVP. Also das Initiativkomitee, also Neutralitätskomitee, das ist nicht identisch mit Pro Schweiz. Das ist ein eigener Verein. Und dort sind Leute, es sind 27 Leute aus 5 Parteien und verschiedene Leute, welche bis jetzt politisch überhaupt nicht aktiv gewesen sind, also Historiker und so weiter. Also so sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe dort mit vielen neuen Leuten zu tun. Ich bin schon lange in der Politik. Trotzdem sind neue Leute dabei. Das ist sehr positiv. Leute, die sich interessieren jetzt für die Politik und sehen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, die Neutralität, weil es ist wirklich ein Grundpfeiler unseres Landes. Das ist einfach so. Und das merken immer mehr Leute jetzt wieder, dass die Neutralität für die Schweiz zentral ist. Also dank der Neutralität haben wir 200 gute Jahre hinter uns. Und ich hoffe noch weitere 200 Jahre, logischerweise. Und zum Schluss noch ganz kurz das Thema Werner Salzmann, Ständerat. Ich habe mit ihm schon lange über das gesprochen, wir haben überhaupt eigentlich keine Differenz. Er hat einen Vorschlag gemacht, um eine Situation zu irgendwie zu glätten oder entschärfen in der Kommission. Ob das gut war oder nicht, das muss ich jetzt hier sicher nicht beurteilen oder kommentieren. Aber im Grundsatz, er hat übrigens die Initiative auch unterschrieben. Genau gleich wie der neue Bundesrat übrigens. Ja, bitte. Wie hoffen Sie, dass die Zukunft aussehen wird in der Ukraine? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich nicht Ukrainer bin, aber ich habe zu verschiedenen Ukrainern Kontakt. Und das ist eine schwierige Frage, weil die alle unterschiedliche Auffassungen haben. Es gibt Ukrainer, dann gibt es Ukrainer mit russischen Familienanteilen und dann gibt es eher russlandorientierte Ukrainer. Ich dachte aus Interesse also als Schweizer. Was ich hoffe, ist, dass es möglichst rasch zu einer Verhandlungslösung kommt. Weil wenn das jetzt noch jahrelang geht, dann ist nicht mehr viel vom Osten der Ukraine vorhanden und den Russen nützt auch nichts und uns allen nützt auch nichts. Also ich denke, man wird nicht umhin kommen, eine Verhandlungslösung anzustreben. Ich finde den Vorschlag von Henry Kissinger zumindest diskutabel. Was jetzt die Chinesen da vorgeschlagen haben, weiß ich nicht im Detail. Aber was man weiß, ist, dass hintendurch jetzt versucht wird, Verhandlungen aufzunehmen. Ich denke, das ist das Beste für das ukrainische Volk. Vielleicht nicht für andere Akteure, aber für das ukrainische Volk ist das wahrscheinlich am besten. Ja. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich spreche hier im Namen der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, die sich ja für eine starke Milizarmee einsetzt und eine bewaffnete Neutralität unterstützt, natürlich mit einer möglichst starken Rüstungsindustrie. Wenn ich Ihren Punkt anschaue, den ersten Punkt, keinerlei Sanktionen anschließen. Sie haben vorher erwähnt die UNO. Also ist das richtig, dass wenn die UNO, der UNO-Sicherheitsrat, Sanktionen erlässt gegen einen Staat, der Völkerrecht bricht, dass dann die schweizerische Neutralität aufgehoben ist? Also Völkerrecht steht über der schweizerischen Neutralität als Vollmitglied der UNO. Das würde dann auch heißen, dass wir im Zusammenhang mit Sanktionen diese befolgen müssten, ob es uns passt oder nicht. Und da ist es schon wichtig, dass wir vom Sicherheitsrat reden und nicht von der UNO-Vollversammlung, wo eine Zweidrittelsmehrheit eben auch Einfluss haben soll auf Entscheidungen, was das Kriegsmaterialgesetz anbelangt, wie das letzte Woche vorgeschlagen wurde. Die Vollversammlung hat nur einen konsultativen Charakter. Also meine Frage ist, wenn der Sicherheitsrat ein Land verurteilt wegen Bruch von Völkerrecht und Sanktionen erlässt, dass dann die Schweiz ihre Neutralität hinten anstellt.
Ja, sie muss nicht hintereinander stehen. Das sind einfach übergeordnete Maßnahmen. Das heißt, der UNO-Sicherheitsrat, und die Schweiz ist ja 2 Jahre lang jetzt dabei, bekanntlich zum ersten Mal, und der besteht aus 5 ständigen Mitgliedern und 10 wechselnden Mitgliedern. Und die 5 ständigen Mitglieder, die haben ein Vetorecht. Das sind die Großmächte natürlich. Und jetzt können Sie sich selber vorstellen, wie häufig dass dieser Fall eintreffen wird, dass Sanktionen ergriffen werden gegen ein Land, wenn die Großmächte ein Vetorecht haben. Das kommt sehr, sehr selten vor. Und wenn es dann vorkommt, ist es wahrscheinlich ein solcher Fall, der mit einer neutralen Haltung überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und darum ist das eigentlich auch unbestritten, dieser Teil. Und an diesem Teil halten wir uns schon, das ist ganz klar. Haben wir auch in der Initiative so geschrieben. Also wir halten die vertraglichen Vereinbarungen mit der UNO halten wir vollumfänglich ein. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen herzlich, dass Sie gekommen sind und wünsche einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Danke. Thank you.